Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen älter werden, der 60-plus-Podcast mit Bertram Kasper. In diesem Podcast geht es darum, über alles zu sprechen, was mit dem Älterwerden zusammenhängt. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Unter dem Motto Gelassen leben soll ein Anfang gemacht werden, um eine Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie so entspannt älter. Also dann, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unseren Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, heute zur 10. Episode des Podcastes Gelassen älter werden. Heute geht es um das Thema, was fange ich mit den meinen Jahren in der Rente an? Wussten Sie, dass es in Deutschland inzwischen über 100 Ehrenamtsagenturen gibt, die Leihomas und Leihopas oder Patenomas und Patenopas verleihen? Grundlage für das Gespräch ist der Film Enkel für Anfänger, eine Komödie für Best-Ager, für ihre Kinder und für ihre Enkelkinder, also ein Film für drei Generationen. Dazu begrüße ich heute Robert Löhr, Drehbuchautor dieses Films, und sage herzlich willkommen, Herr Löhr. Hallo, Taschen. Wenn Sie sich unseren Hörerinnen einfach ein bisschen vorstellen würden. Ja, mein Name ist Robert Löhr, ich bin 48 Jahre alt, bin Roman- und Drehbuchautor und Enkel für Anfänger kam letztes Jahr ins Kino und ich war sehr erfreut, was das für einen Erfolg eben bei den verschiedenen Generationen hatte, diese Komödie. Genau, das ging mir auch so. Ich habe den Film zu unserer Vorbereitung für das Gespräch habe ich dreimal mir angeschaut und mir geht es so, dass ich immer wieder noch was Neues entdecke. Quasi also ein wirklich gelungener Film, wie ich finde. Dankeschön. Genau. Mein Name ist Bertram Kasper und ich bin selbst fast 59 Jahre alt und damit in der dritten Lebensphase angekommen. Und ich möchte mit dem Podcast Selbstgestalter meiner vor mir liegenden Jahre und meines Älterwerdens sein. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dieses Hörmagazin ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Und damit Sie, liebe Hörerinnen, eine Idee davon bekommen, um was es denn in dem Film genau geht, lese ich Ihnen kurz vor, was als Zusammenfassung im Presseheft für den Film Enkel für Anfänger steht. Auf Nordic Walking und Seniorenkurse an der Uni haben die Rentner Karin, dargestellt durch Maren Kreumann, und Gerhard, dargestellt durch Heiner Lauterbach, und Philippa, dargestellt durch Barbara Sukowa, keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Philippa, die als Patenoma von Leoli das Leben voll auskostet, den beiden zu unverhofften Großelternschaft. Im Handumdrehen haben sie zwei lebhafte Patenenkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Legosteine an den Füßen kleben. Drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für fortgeschrittene, hyperaktive Patchwork-Geschwister, stirnrunzelnde Helikoptereltern und alleinerziehende Mütter mit ihren Tinder-Profilen inklusive. Wenn das nicht neugierig macht. Ja, Herr Löhr, wir wollen darüber reden. Einmal, was macht so ein Drehbuchautor eigentlich? Und aber auch natürlich, wie sind Sie diesen Film angegangen, als Sie dafür gewonnen wurden? Ja, ich wurde von der Filmfirma angesprochen mit diesem Thema. Und also Wunschgroßeltern oder Patengroßeltern, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen. Dieses Thema hatte also die Filmfirma im Sinn, darüber eine Komödie zu machen. Ich hatte zuerst nicht so ein ganz so ein großes Interesse, weil ich mir darunter nichts so richtig vorstellen konnte. Aber sobald ich mit der Recherche angefangen habe, habe ich dann irgendwie auch Feuer gefangen. Die Recherche sah so aus, dass ich bei einem Großelterndienst hier in Berlin den gebeten hatte, mir Gesprächspartnerinnen, denn es sind ja meistens Frauen, die das machen, Gesprächspartnerinnen zu vermitteln. Und da habe ich mich dann mit drei älteren Damen getroffen, die das machen und sehr glücklich darüber sind, als Wunsch-Oma zu agieren zu können und die eben über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Mhm. Und daraus hat sich dann sehr schnell diese Geschichte gebildet oder diese Charaktere, die halt alle auf ihre Weise so eine Leerstelle im Leben haben. Es sind ja eben drei Hauptfiguren, die alle so einen gewissen Grund haben, sich so eines Kindes anzunehmen und deren Leben durch dieses Kind dann auf
gewisse Weise umgekrempelt wird, mhm. verbessert auf jeden Fall. Mhm. Genau, und was haben Sie da für Erfahrungen gemacht, als Sie mit diesen älteren Damen gesprochen haben? Ja, also ganz vielfältige Gründe führen dazu, dass man das macht. Also natürlich zum einen, dass man im Leben stehen will, dass man sich um jemanden kümmern will, dass man der Gesellschaft was zurückgeben will, dass man auch an der also weiter im Leben stehen will, dass man also daran teilhaben möchte, was in der jüngeren Alterskohorte gerade in ist und so. Aber oft auch tiefergehende persönliche Gründe. Also zum Beispiel, dass die betroffenen Personen selbst gerade einen Verlust hinter sich haben, dass der Lebenspartner oder auch selbst eigene Eltern noch, dass die gerade gestorben sind und dass da so eine Leerstelle entstanden ist, so eine Fürsorgelehre quasi, die sie dann bei den Kindern wieder anbringen können. Aber auch so ein bisschen familiäre Dramen, sage ich mal, dass also Leute es da gibt, wo die Kinder den Kontakt abgebrochen haben, dass sie also Enkelkinder haben und sich aber nicht um die kümmern können, weil es eben keinen Kontakt mehr gibt oder dass sie von vornherein gar keine Enkel hatten. Ja, das war auch immer so ein bisschen Teil dessen, sodass ich glaube, für manche dieser Wunschgroßeltern ist es auch ein bisschen eine Art von Therapie. Eine ganze Bandbreite höre ich an Motivationen dafür, die ganz unterschiedlich sein können und die auch immer was quasi mit Ereignissen im aktuellen Leben zu tun haben. Genau. Mhm. Genau. Und eine Motivation ist es auf jeden Fall aber nicht Geld, denn es gibt quasi für diese Person eine Aufwandsentschädigung, aber die ist dermaßen gering, dass man davon gerade mal die Bustickets bezahlen kann. Mhm. Also das ist wirklich eine rein ehrenamtliche Geschichte. Ja, beim Schauen des Films hatte ich den Eindruck, dass ja schon ganz schön zwischen den Generationen polarisiert wird. Ich meine, davon lebt natürlich auch so ein Film. Sie haben mal gesagt über den Humor, dass es so einen respektlosen und erdigeren Humor gibt in diesem Film. Wie machen Sie das als Drehbuchautor, dass es Ihnen gelingt, quasi so komisch dann zu sein? Das ist eine gute Frage. Also erst suche ich natürlich als Autor immer den Konflikt. So gemein es ist, sucht man immer die Stellen, wo es wehtut und wo es kracht und wo es Ärger gibt, weil das ist ja das, was spannend ist. Und letzten Endes, so traurig das dann auch oft ist, ist das aber auch das, wo der Humor drin liegt. Also zum Beispiel die Figur des Gerhard, der ja als totaler Misanthrop eingeführt ist, der also sein Partner ist ihm gestorben, sein Hund ist ihm gestorben. Mhm. Eigentlich ist er kurz davor, sich selbst umzubringen, weil er einfach nicht mehr teilnimmt an der Welt da draußen. Und den nun also mit einem leicht unterdrückten Jungen zu paaren, der genauso Schwierigkeiten in der Welt da draußen hat, das ist einfach eine ganz, ganz spannende Begegnung. Da habe ich halt versucht, jeder dieser drei Seniorinnen und Senioren eine Figur, also eine Kindfigur zu geben, die sie besonders herausfordert und wo die Komik halt Funken schlägt. Genau, davon lebt der Film ganz stark, von diesen Paaren sozusagen zwischen ja Großeltern in dem Fall und dann quasi Patenenkelkind, genau. Und tatsächlich nehme ich natürlich auch kein Blatt vorm Mund und lasse meine Protagonisten vielleicht ein bisschen gröber oder deutlicher sprechen, als es normalerweise üblich wäre. Aber ich habe da bislang noch keine Beschwerden bekommen, auch nicht aus der Generation, in der ich ja selbst dann noch nicht angehöre, dass ich mich da irgendwie despektierlich oder falsch in der Darstellung betätigt hätte. Ja, mir ging es so, dass ich eher diese Situationskomik, die dadurch entsteht, total spannend fand und auch wirklich witzig, also zum Lachen einfach, genau. Ja. Genau, und Ihnen gelingt es ja unheimlich gut, habe ich den Eindruck, dass Sie quasi neben dem Humor auch diesen drei Hauptfiguren nochmal wirklich eine Geschichte mit Tiefe geben und versuchen auch den Charakter wirklich zu entwickeln. Und wenn wir uns da mal die Karin anschauen, ein bisschen genauer vielleicht, weil Sie auch von ihr sagen, das ist sowas für Sie wie die heimliche Hauptfigur. Ja. Genau, was würden Sie sagen, ist so das Besondere an der Lebensgeschichte von Karin? Ja, genau. Karin, gespielt von Maren Kreumann, ist so ein bisschen die Identifikationsfigur für den Zuschauer oder meine Hauptfigur eben, die so einen, wie ich finde, relativ, gewöhnliche
Vita hat, was diese Altersgruppe betrifft. Also die hat halt gearbeitet zusammen mit ihrem Mann, ist dann zusammen mit ihrem Mann, also ihr Mann ist in Rente gegangen, sie ist dann auch etwas früher in Rente gegangen, um quasi die Rente mit ihm zu haben. Und erlebt jetzt aber die böse Überraschung, dass dieses lebenslange Versprechen, was sie eigentlich hatten, die beiden, wenn die Rente beginnt, dann legen wir groß los, dann reisen wir, dann unternehmen wir Sachen, dass das nicht eingelöst wird, sondern dass der eigentlich ganz zufrieden damit ist, sich um seinen Garten zu kümmern und in der Couch zu sitzen und dass er so ein bisschen mental abbaut. Und das will sie nun gar nicht leiden. Und sie sucht nun nach Mitteln, den immer so ein bisschen aus seiner Lethargie rauszuholen. Aber als sie merkt, dass das nichts wird, nimmt sie die Sachen halt in die eigene Hand und lässt sich halt dazu überreden, ein Patenenkelkind aufzunehmen. Mhm. Genau, und dadurch wird ja richtig was in Gang gesetzt. Also ich habe den Eindruck, sie erlebt dann nochmal wirklich so eine richtige Transformation. Genau. In ihrer, es gibt dann so einen zweiten Frühling bei ihr, weil sie sich dann eben, also das Patenenkelkind, was sie hat, das hat eine junge Mutter, aber einen relativ alten Vater, der fast schon in ihrem Alter ist. Und es gibt dann also eine kleine, zarte Liebesgeschichte zwischen den beiden, was natürlich unmöglich ist. Mhm. Wenn sich die Oma quasi, in Anführungszeichen die Oma, in den Vater verliebt, und das ist für beide Figuren, eben Maren Kollmann und Dominik Rake, bringt sie in äußerste Verlegenheit. Aber sie merken halt, dass sie da so ein bisschen was gefunden haben im anderen. Nämlich sie findet in diesem Kai, so heißt er, jemand, der noch im Leben steht, der noch quasi im Saft ist, obwohl er fast das gleiche Alter hat wie ihr eigener, etwas lethargischer Mann. Mhm. Und er findet halt in ihr jemand, mit der mehr einen gemeinsamen Horizont hat als mit seiner jungen Frau, die ihn so ein bisschen in ihrem Übereifer fast ein bisschen überbeansprucht. Mhm. Ja, genau. Und ich finde, das ist so schön zart dargestellt, diese Liebesgeschichte, finde ich. Also das ist so, ja, man merkt, dass die andocken miteinander, aber gleichzeitig sind sie beide unheimlich vorsichtig und trotzdem bedacht und wollen am Ende ja auch wirklich nichts sozusagen kaputt machen, sage ich mal. Und ich finde, den Spannungsbogen, den halten sie da unheimlich gut. Und auch die Schauspielerinnen, die kriegen und Schauspieler kriegen das total gut hin. Ja, das ist schön. Ja, man muss auch sagen, dass tatsächlich für die, die den Film gesehen haben oder noch sehen möchten, also es ist gerade eine Fortsetzung in Arbeit. Spannend. Auch. Also, denn wir haben alle auch geglaubt, dass diese insbesondere die Geschichte der Karin noch nicht so ganz auserzählt ist. Also dass da noch mehr schlummert, auch in der Beziehung zu ihrem Mann, dem wir im zweiten Teil etwas mehr Raum einräumen. Ja, genau. Und die Forschung sagt ja auch tatsächlich, dass wenn Paare in Rente gehen, dass es quasi auch darum geht, die Beziehung wieder ganz neu miteinander zu entwickeln und da Wege zu finden. Das ist ein wirkliches Grundproblem, sage ich mal, für diesen Übergang, das miteinander wieder neu hinzubekommen, weil vorher eben ja sowas wie Zeitsouveränität zum Beispiel gar nicht da war und sich das wieder neu entwickeln muss. Wie findet man zueinander? Wie entdeckt man wieder was, wo man sozusagen gleich klingt miteinander und was man gut miteinander unternehmen kann. Und die beiden haben eben auch in der Geschichte keine eigenen Kinder, was so ein bisschen an beiden irgendwie nagt im Alter, eben auch, weil sie keine Kinder und keine Enkelkinder haben, um die sie sich kümmern können. Also sie sind so auf sich selbst zurückgeworfen. Mhm. Und wenn man dann am anderen langweilt, dann ist man natürlich ein bisschen aufgeschmissen. Für mich war es so eine Emanzipationsgeschichte von Karin, könnte man, glaube ich, sagen. Was würden Sie denn gerne Frauen in dem Alter damit sagen? Also, wobei ich sie nicht in die Zwickmühle bringen will jetzt natürlich, aber so, was ist Ihre Botschaft so an Frauen in diesem Alter mit dieser Figur, Karin? Also ich würde mir nicht anmaßen, da ich wieder eine Frau bin, noch in dem Alter, da große Botschaften geben zu können. Allerdings jetzt, was ich von der Recherche und auch von der Resonanz auf den Film mitbekommen habe, ist tatsächlich rausgehen, ins Leben rausgehen. Und wenn der Mann, wenn es dann noch einen Mann gibt und der nicht mitmacht, dann ist das tatsächlich ein Problem, dann räume ich das ein. Aber die Zeit läuft irgendwie ab und dann sollte man nicht aus Rücksicht auf den anderen sich Sachen versagen. Aber dass es dann da knirschen wird in der Beziehung und wie man damit umgeht,
Da müssen wir, glaube ich, jemand anders fragen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, es ist ja dieses Spannungsfeld quasi zwischen Verbindung und Autonomie oder Symbiose und Autonomie. Und ich meine, das spielt ja in allen Beziehungen immer wieder eine Rolle. Und ich glaube, gerade in so Phasen des Übergangs eben noch mehr, weil die Sachen einfach offenkundiger werden. Ja. Genau. Und die Karin, die emanzipiert sich ja auch wirklich dann im Sinne der Autonomie. Also sie wird dann autonomer und ich will jetzt das Ende nicht verraten, aber sie wird sozusagen autonomer und entwickelt quasi eine eigene Idee für ihr Leben, ohne dass sie die Beziehung zu ihrem Mann aufgibt. Und das finde ich das Spannende. Dass ja, ganz wichtig war uns auch quasi bei der Figur, dass sie selbst merkt, also dass sie sich vieles versagt hat im Leben und es immer auf ihren Mann geschoben hat. Weil der wollte ja nicht oder der konnte ja nicht. Also das heißt, sie hat sich so ein bisschen leicht gemacht auch, ja. Also, und irgendwann sagt er auch zu ihr, ja, aber du sagst immer nur hätte, warum hast du es nicht gemacht irgendwie? Ich habe dich nicht aufgehalten, du hast dich quasi selbst aufgehalten. Und das ist so eine Erkenntnis, die sie hat, dass sie sagt, stimmt, ich habe mich da immer so ein bisschen rausgeredet, ich hab Rücksicht genommen auf ihn, also voraus eine Rücksicht quasi habe ich genommen und mir da richtig Dinge versagt, die ich mir eigentlich gewünscht habe mein Leben lang. Genau. Spiegelt sich da in der Karin auch was wieder, was sie vielleicht bei ihren Eltern erlebt haben? Ich glaube nicht. Ich habe sehr, sehr aktive Eltern, muss ich sagen. Ich bin da ganz, ganz beglückt. Die sind jetzt beide 80, über 80 und die sind aber noch, die fahren noch Ski und die machen auch wirklich wilde Sachen noch und lassen sich, also die haben alle ihre Malaisen und ihre Schwerhörigkeiten und kaputten Knie und sowas, aber lassen sich davon nicht ins Boxhorn jagen. Also da denen geht's gut. Aber kriege ich natürlich im Umfeld viel mit von so Beziehungen, die so ein bisschen dann auf den letzten Metern, möchte man sagen, auf der Stelle treten. Mhm. Ja. Dafür streiten sich meine Eltern sehr viel. Ja. Aber es hält ja auch irgendwie lebendig vielleicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Da ist noch Energie und Feuer drin und da passiert noch was sozusagen. Ja, ja ich glaube, das ist ein, wie soll ich sagen, erstens ein Thema nicht unbedingt für uns beide, aber ein wichtiges, glaube ich, wo man hinschauen sollte, wenn es um diesen Übergang geht. Genau, vielleicht finde ich dazu auch nochmal einen Experten, der dazu was sagen kann. Ja, ich habe letztens auch gelesen in der Zeitung, dass Männer im Alter schneller abbauen, quasi mental. Also das ist da, es gibt ja in den meisten Beziehungen eh schon so einen Unterschied im Alter, dass die Männer ein paar Jahre älter sind und dass sie aber auch, keine Ahnung, mit 70 oder sowas nochmal 3 Jahre mental älter sind. Und das ist natürlich klar, dass da so eine Unwucht reinkommt. Ja. Ich nehme mir natürlich vor, toi toi toi, dass ich im Alter wahnsinnig aktiv bin und draußen am Leben noch teilnehme, aber wer weiß, wie es wird. Ja, das ist so. Das wissen wir alle nicht genau, wie es dann mit der Gesundheit oder mit anderen Ereignissen im Leben weitergeht. Ja. Sie werden zitiert mit folgendem Zitat, das will ich gerne nochmal vorlesen. Aber vielleicht ist es die Erkenntnis, dass man nie aufhören sollte, an sich zu arbeiten und dass man sich nie zufrieden geben sollte mit dem, was man hat. In vielen Pensionären steckt noch so viel Energie, dass ich appellieren möchte, macht ein Ehrenamt, nutzt die Jahre, die ihr noch habt und kümmert euch um Kinder, um die Umwelt oder um andere alte Leute. Würden Sie sagen, ist das die Erkenntnis des Films? Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist es ein Appell, den ich auch jetzt noch so sagen würde. Also ich finde es schade, wenn Leute ihre Talente und ihre Energie und sowas da brach liegen lassen und keine Ahnung, den ganzen Tag Fernsehen jetzt mal doof gesagt. Also ich finde es natürlich, wir haben da ein Heer von tollen Leuten irgendwie in der Hinterhand und mich beglückt es immer. Also ich war im Vorfeld des Films auch auf so Ehrenamtsmessen und sowas und das Angebot ist einfach so vielfältig, was man machen kann und es gibt ja keinen, der sagt, hätte ich mal nicht ehrenamtlich das und das gemacht. Also es gibt ja fast nur positives Feedback, egal wie man sich und wo man sich einbringt, das bereichert immer das eigene Leben. Also ich kann es, wie gesagt, also aus meiner Erfahrung kann ich das nur allen raten und auch die alten Damen und Herren, die ich da in diesen Großelternrunden kennengelernt habe, es gibt dann auch immer so ein Jour fix einmal im Monat, wo die sich quasi treffen und ihre Erfahrungen austauschen. Das war einfach ein bunter und lebendiger Haufen, ja. Und natürlich hatten die auch ihre, waren nicht mehr so gut zu Fuß oder sowas, aber
da, also das war, hat einfach Spaß gemacht, unter denen zu sein, weil die ja noch teilgenommen haben am Leben. Und insbesondere, das finde ich natürlich besonders wichtig, und das habe ich mir auch, möchte ich am liebsten an einen Brief, an mein zukünftiges Ich schreiben, dass man eben seine eigenen Meinungen noch versucht zu hinterfragen. Dass man nicht so, früher war alles besser und sowas, sondern dass man auch sieht, was vielleicht früher nicht besser war und was vielleicht heute besser ist und sowas. Und dass man muss es ja nicht alles umarmen, was an neuen Dingen kommt oder an neuen Haltungen, aber dass man das zumindest sich erstmal anschaut, dass man nicht sagt, alle modernen Filme sind blöd und die Musik ist sowieso blöd und sowas, sondern dass man ja offen ist. Ja, ich glaube, Sie sprechen zwei ganz wichtige Aspekte an. Zum einen Aspekt, nämlich, was gebe ich denn an die nächste Generation weiter, dadurch, dass ich mich noch einsetze für etwas. Die Generativität nennt man das in der Fachsprache. Das bestätigen alle Alternsforscher, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass ich schaue, was ist da vielleicht noch meine Vision? Was möchte ich gern noch für mich erleben, erreichen, weitergeben sozusagen an andere Menschen? Und ich hatte gerade gestern einen Mann, der 62 ist und jetzt in Rente geht im Coaching, und der hat gesagt, er hat so eine tiefe Sehnsucht, als ich ihn eben gefragt habe, was will er denn noch machen jetzt dann in der Zeit? Er sagt, er hat so eine tiefe Sehnsucht, Menschen zu helfen, und die konnte er in seinem bisherigen Kontext gar nicht so verwirklichen. Und da schossen ihm dann so die Tränen auch ein bisschen in die Augen, und man hat gespürt, wie stark dieses Gefühl und dieser Wunsch ist, für ihn das tatsächlich anzugehen. Und das ist ja auch das, was Sie im Grunde sagen. Und der andere Teil ist, dass quasi, wenn ich mir eine Offenheit erhalte und weiter informiert bleibe sozusagen, dann bleibe ich auch mental fitter. Und das empfehlen Alternsforscher eben auch, weiter neugierig zu sein, um sich quasi auch vital fit und mental fit zu halten. Von daher, ja, sind Sie mit dem Film, glaube ich, und von daher bin ich auch total gespannt auf die Fortsetzung, sind Sie ja nah dran, auch an diesen Themen, ohne dass Sie jetzt quasi, sag ich mal, einen Alternsforscher-Hintergrund haben, gell? Nee. Genau, sondern Sie können... Wie gesagt, das meiste stammt wirklich aus Gesprächen, die ich geführt habe. Und Beobachtungen, gell? Also einfach das dann aufnehmen und entsprechend zu verarbeiten. Ja. Ja, durchaus natürlich auch satirischen Beobachtungen. Natürlich. Also ja. Ich spare ja nicht auch an Schelte für die Alten, wo mir Verhaltensweisen gegen den Strich gehen. Ja, genau. Wir haben ja jetzt schon so über ein paar Hinweise, Empfehlungen gesprochen. Und gibt es noch was Sie sagen, aufgrund Ihrer Recherche, Ihrer Erfahrung und vielleicht jetzt auch der Folgearbeit zu der Fortsetzung? Was würden Sie gern Menschen in dem Alter mit auf den Weg geben? Also nichts, was ich nicht eben schon gesagt hätte, glaube ich. Also da... Sonst, wie gesagt, so offen bleiben, beweglich bleiben, mit anderen in Kontakt bleiben, auch mit anderen Generationen. Nee, das sind so die, also die Quintessenz der Dinge. Ja. Würden Sie uns noch ein bisschen was über die Fortsetzung verraten? Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich das darf. Okay. Auf jeden Fall kann ich so viel sagen, dass alle drei wieder eine Rolle spielen werden. Okay, also es kommen sowohl Philippa als auch Karen und Gerhard vor. Allerdings sind ja die Geschichten mit den Enkelkindern schon so ein bisschen auserzählt. Das heißt, wir schaffen uns quasi neue Enkel ran. Also er wird wahrscheinlich auch Enkel für fortgeschritten heißen, logischerweise dann. Ja. Die sind dann aber eine Generation älter. Das heißt, wir springen jetzt also von dieser Kleinkind-Grundschüler-Generation in die Generation quasi Sekundarstufe, wo es dann ein bisschen, wo wir an der Pubertät kratzen, und das macht es natürlich doch viel spannender eigentlich, weil man noch viel mehr clashen kann, weil halt pubertierende Jugendliche natürlich ihr Herz auch auf der Lippe tragen, auf der Zunge, und auf den Clash freue ich mich sehr, muss ich sagen. Ich bin da gerade in der Arbeit und sowas, und das macht Spaß, diese Welten aufeinandertreffen zu lassen. Ja, stimmt, das sind wirklich zwei Welten, und manche ältere Menschen bekommen ja nochmal so eine zweite Pubertät, habe ich mir sagen lassen, ja. Okay. Genau. Also wo einfach nochmal Dinge ausgelebt werden, die man eben vorher nicht ausleben konnte aus irgendwelchen Gründen. Und sowas bahnt sich dann oftmals noch einfach den Weg, genau. Und dann
verwirklicht man was, was man eben bisher vielleicht nicht gemacht hat. Ja, ja, ich meine, das Thema, was wir vorhin hatten, Emanzipation ist ja auch ein Emanzipationsthema, gibt es ja auch in der Pubertät, ja, auch quasi Emanzipation. Insofern trifft es schon ganz gut. Ja. Und ich werde da auch Parallelen erziehen quasi. Mhm. Also es wird pubertäres Verhalten auf Seiten der Alten geben. Ja, super. Oder mitunter die Jungen sagen, wer ist denn jetzt, wer flippt denn jetzt raus von uns beiden? Mhm. Ja, mal schauen, wie es wird. Ja, was mir gerade einfällt, wo Sie das sagen, ist der Beginn des Films. Den finde ich auch so crazy, einmal durch die Bilder, aber auch durch die kommentierende Sprache. Weil man wird ja quasi, also ich habe gedacht, ich bin jetzt in meiner Wunschwelt als Alter sozusagen, als alter Sack. Und ich kann noch richtig, so suggerieren, zumindest die Bilder dynamisch sein und das Leben auskosten und mich feiern und so weiter. Ich fand das total klasse, auch wenn ich weiß, dass es natürlich eine Persiflage war, eine Überziehung letztendlich. Ja. Ja, also Alte in der Werbung ist sowieso ein Thema für sich, was ich ganz großartig finde, wie es denen immer allen ganz toll geht und wenn sie dann ein bisschen Voltaren auf ihr Knie schmieren, dann geht alles wieder gut. Das ist schon, schon sehr witzig. Stimmt, ja. Da wird uns auch eine Welt suggeriert, die wie sie gar nicht ist sozusagen. Mhm. Ja, genau. Ich frage meine Gäste immer am Ende quasi, was glauben Sie denn, sind die gesellschaftlichen Herausforderungen rund um das Älterwerden? Oder anders gefragt, haben Sie eine Vision für eine Gesellschaft mit einer Kultur des Pro-Aging, so wie ich das nenne? Und vielleicht gerade aus der Brille, einmal als jemand, der in den 70er Jahren geboren ist, und aber auch aus der Brille Ihrer Erfahrung jetzt auch in der zweiten Recherche zu dem Film. Ja, also ich hoffe, dass ich mir nicht dann auf den letzten Minuten des Interviews noch Feinde mache. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass quasi diese Teilhabe im Alter ganz gut funktioniert, wenn man sie sich nur nimmt. Ja. Also, dass ich viele, viele sehr positive Beispiele bekommen habe, die natürlich auch ein bisschen immer mit dem finanziellen Hintergrund zusammenhängen. Klar, wer mehr Geld hat, kann auch mehr reisen und sowas, aber nicht nur. Eben gerade diese Wunschgroßelterngeschichte, da muss man kein Geld zahlen, um dabei zu sein. Aber alle Ehrenamtgeschichten. Ich glaube, davon gibt's viele, viele Gruppen oder Chöre oder Vereine oder sowas, bei denen man, wo Geld keine Voraussetzung ist. Also insofern würde ich sagen, in Deutschland würde ich sagen, läuft es meines Erachtens, und das sage ich jetzt aber wie gesagt nicht aus der Altersgruppe stammt, kann es eigentlich ganz gut laufen. Ich sehe das Problem eher, auch weil ich selbst Kinder habe, noch ein bisschen in der unteren Generation. Mhm. Also, dass ich so ein bisschen die Generationengerechtigkeit nach unten vermisse. Das ist jetzt gerade, das ist ja viel zitiert worden, gerade in der Pandemie, die Kinder unglaublich vieles ausbaden müssen, um insbesondere die Älteren zu schützen. Aber auf der anderen Seite, man sich halt fragt, was tut ihr denn, um unsere Zukunft schöner zu gestalten? Was tut ihr denn fürs Klima? Würdet ihr solche Sachen auch auf euch nehmen, um uns, die wir noch unser ganzes Leben vor uns haben, besser zu schützen? Also da wünsche ich mir ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit den Kindern gegenüber, auch in der Hoffnung, dass es in alle Generationen ausstrahlt. Also dass nicht die eine Generation zulasten der anderen ausgespielt wird, sondern dass es dann ein übergreifendes Miteinander gibt. Das klingt jetzt sehr pastoral, was ich sage, aber das ist natürlich mein Wunsch. Ja, aber ich kann da gut andocken, weil ich den Eindruck habe, dass es genau darum geht, wie kommen die Generationen letztendlich in der gegenseitigen Verantwortung zusammen. Und Sie sagen ja, dass die ältere Generation bei uns zum größten Teil relativ gute Bedingungen hat. So habe ich sie verstanden. Und dass es aber auch darum geht, eben den Blick auf die Kinder nicht zu vergessen. Und das kann ich nur total unterschreiben. Ich selbst arbeite im Kinder- und Jugendhilfebereich und habe dann einen sehr guten Einblick letztendlich auch, was Familien gerade leisten. Ja. In dieser Zeit und dass es letztendlich darum geht, um einen guten Ausgleich und ein gutes Miteinander. Ja, ein schöner Gedanke zum Schluss des Gesprächs. Ja. Ich sage herzlichen Dank, das war total spannend und ich freue mich auf die Fortsetzung. Also, und mal sehen, ob wir dann nochmal zusammenkommen und nochmal über uns die Fortsetzung
unterhalten. Ja, und, gerne. Ja, genau. Ich fand's auf jeden Fall toll und sag herzlichen Dank. Super, gerne, gerne. Ja, tschüss. Wiederhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast auf der Homepage www.gelassen-älter-werden.de. Finden Sie unser Magazin und weitere Informationen. Noch mehr von uns gibt's übrigens auf YouTube, Facebook und Instagram. Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns immer. Und empfehlen Sie uns gern weiter, denn welcher Silver Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und gelassen und bis zum nächsten Mal, sagt Ihr Bertram Kaspar.